Der hohe Blutdruck hat vor allem Auswirkungen auf das Hirn. Es verändert die Hirngefäße, es beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit des Hirns. Im Alter haben Patienten mit unkontrolliertem Blutdruck mehr Gedächtnisschwierigkeiten und es gibt auch mehr Demenz und Hirnschläge. Am Herzen ist es ein wichtiger Risikofaktor für den Herzinfarkt. Der wichtigste Risikofaktor für den Herzinfarkt aber ist das Cholesterin, das hohe Cholesterin, vor allem das LDL-Cholesterin und natürlich auch die Zuckerkrankheit. Das Rauchen schließlich macht überall Schlechtes eigentlich. Es macht mehr Hirnschlag, es macht mehr Herzinfarkten, es macht auch mehr Verengungen der Beingefäße, also die typische Schaufensterkrankheit oder Claudicatio intermittens, wie es in den Fachkreisen heißt. Also es gibt fast keine Gruppe von Krankheiten, die wir so stark mit unserem Lebensstil beeinflussen können, wie die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere die Risikofaktoren Übergewicht, Diabetes und auch teilweise erhöhte Blutfettwerte, Cholesterinwerte können mit der Ernährung beeinflusst werden. Es gibt diverse Studien, die aufzeigen, dass insbesondere die Fettqualität einen wesentlichen Einfluss hat auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, so insbesondere die Omega-3-Fettsäuren. Und die finden sich vor allem im Fisch, aber auch in gewissen Früchten, wie zum Beispiel Avocado und Ähnliches, auch in gewissen Nüssen. Man hat zeigen können, dass die Omega-3-Fettsäuren günstige Wirkungen in der Gefäßwand haben und vor allem in den Blutplättchen die Blutgerinnung hemmen. Es gibt hier verschiedene Arten von Omega-3-Fettsäuren, die sogenannte DHA und die sogenannte EPA. Die sind vorwiegend in tierischen Lebensmitteln enthalten, so zum Beispiel in Fisch oder in Muscheln, auch in gewissen Algenarten. Und die Empfehlung wäre hier, dass man mindestens 250 Milligramm von diesen beiden Fettsäuren pro Tag aufnimmt. Und das ist eigentlich nur dann möglich, wenn man ein- bis zweimal pro Woche fettreichen Fisch konsumiert. Da dies in unseren Gewohnheiten aber eher schwierig ist, umzusetzen, ist es empfehlenswert, auf ein Nahrungssupplement auszuweichen, also zum Beispiel eine Fischölkapsel. Da gibt es diverse Produkte auf dem Markt. Wichtig ist hier zu beachten, dass man ein Produkt auswählt, das hochkonzentriert ist und dass man möglichst mit einer kleinen Anzahl Kapsel, zum Beispiel eine Kapsel pro Tag, den Tagesbedarf an diesen EPA und DHA abdecken kann. Also das eine ist, was der Patient selber machen kann. Er kann sich mehr bewegen, regelmäßig Sport treiben, 3-4 Mal in der Woche. Er kann aufhören zu rauchen, das ist das Allerwichtigste, was er tun kann. Er kann versuchen, sein Gewicht im Rahmen zu halten, indem er eben sich mehr bewegt, sein Essen disziplinierter einnimmt. Einen hohen Verzehr von Früchten und Gemüsen, eine gute Fettqualität und einen tiefen Konsum von gesättigten Fetten. Also es ist so, dass die mediterrane Ernährungsform halt auch die frische Zubereitung der Speisen beinhaltet, sowie aber auch ein gemütliches Essen in Ruhe, ohne Stress, ohne Hektik und in einer gemütlichen Atmosphäre. Beim Diabetes stehen neben den Lebensstilveränderungen, die dort besonders wichtig sind, auch Medikamente im Vordergrund. Wenn die Medikamente nicht reichen, haben wir heute sogar Eingriffe, wo wir die Nierennerven zerstören mit einem Kathetereingriff. Das ist aber nur bei schwerster Hypertonie oder hohem Blutdruck. Dann kann man das Cholesterin sehr gut behandeln. Das kann man mit Statinen sehr gut senken. Das sind Medikamente, die den Stoffwechsel des Cholesterins in der Leber hemmen und damit wird weniger Cholesterin im Körper produziert. Wenn man mit 20 einen normalen Blutdruck hat, den sollte man wie gesagt einmal messen, dann kann man zuwarten, bis man so über 30 gegen 40 geht, dann sollte man es nochmals messen und ab 40 ist es sinnvoll, vor allem wenn der Blutdruck eher im oberen Bereich ist, also gegen 140 tendiert oder mal auch drüber, dann ist es sicher sinnvoll, dass einmal im Jahr zu machen.